Sehr geehrter Herr Vizepräsident, meine Damen und Herren, wer in der Corona-Zeit gegen die Regeln verstoßen hatte, der musste bluten und der wurde mit saftigen Bußgeldern bestraft. Der konnte ein Geburtstag in gemütlicher Runde mit Freunden und Familie so richtig teuer werden, Tausende von Euros kosten. Und die fielen aber nicht für den Gastwirt an, sondern fürs Ordnungsamt. Und gerne erinnere ich Sie dann noch einmal an diese Ordnungsgelder. Ich habe nämlich die Landesregierung dazu befragt und ein Beispiel aus Potsdam-Mittelmark, eine Geburtstagsfeier. Die Ordnungswidrigkeit, Frau Ministerin Nonnemacher, war die Zusammenkunft im privaten Raum. 25 Verstöße, jeder Gast hatte 278,50 Euro zu bezahlen, der Gastgeber das Doppelte. Das macht für diese Feier schlappe 7.200 Euro plus Bearbeitungsgebühr für eine Feier in den eigenen vier Wänden. Und diese Ordnungswidrigkeiten, die hören sich heute noch irre an, als sie es damals waren. Denn so gut wie nichts, was damals verboten war, konnte tatsächlich das China-Virus eindämmen. Kinder durften nicht den Spielplatz betreten, Sportler nicht den Bolzplatz. Und auch die Bratwurst an frischer Luft genossen konnte so richtig teuer werden, nämlich 78,50 Euro plus Bearbeitungsgebühr. Das zum Thema Demokratie. Hat diese Regierung nämlich mit Füßen getreten, mit Hilfe der Koalitionsfraktionen. Und das, obwohl schon damals klar war, dass das Virus an frischer Luft so gut wie nie übertragen wird. Oder die Ordnungswidrigkeit Patientenbesuch. Wer alte und kranke Menschen hat alleine sterben lassen, der handelte auf Geheiß dieser Landesregierung rechtens. Und wer sich gegen diese Herzlosigkeit stellte, wurde bestraft. Oder diese unsägliche 2G-Regel, ein absoluter Tiefpunkt für unsere Demokratie. Diese Regel hat einen tiefen Keil in unsere Gesellschaft getragen. Obwohl damals schon bekannt war, als sie eingesetzt wurde, die Impfstoffe schützen nicht vor einer Übertragung des Virus. Nein, der Hersteller hat sie gar nicht darauf untersucht. Meine Damen und Herren, das Denunziantentum wurde 30 Jahre nach dem Ende der Stasi wiederbelebt. Ausgrenzung wurde zur Tugend erklärt und alle Parteien außer der Alternativen für Deutschland haben diesen Wahnsinn mitgemacht. Unbescholtene Bürger wurden plötzlich zu Gesetzesbrechern und wer dagegen friedlich protestierte, der wurde sofort mit einem Maskengebot an frischer Luft gegängelt. Und heute wissen wir, alles Regeln ohne wissenschaftliche Grundlage, ohne belastbare Daten und ohne Erfolg. Denn Omikron erwischte nachher nahezu alle. Und selbst der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sprach letztens von Pandemiemaßnahmen, die unsinnig, überzogen und rechtswidrig waren. Das ist eine späte Einsicht. Die hat übrigens der Bundesgesundheitsminister dieser SPD im Landtag voraus. Aber Konsequenzen, liebe SPD, ziehen Sie auch nicht aus dieser Einsicht. Fehlanzeige. Wir haben von der SPD im Landtag auf unsere berechtigte Kritik auf unsere Fehler Aufmerksamkeit machen, einfach nur eine Schmährede gehört, eine richtige Schmähtirade. Schämen Sie sich dafür. In Bayern und Sachsen wurden inzwischen viele Bußgelder zurückerstattet. Niederösterreich hat ebenfalls Corona-Strafen zurücküberwiesen, Australien und Spanien auch. In Slowenien hat das Parlament ein Wiedergutmachungsgesetz auf den Weg gebracht. Nur hier, die Brandenburger, müssen auf die Einkehr der Vernunft bei der Landesregierung warten. Und dabei wäre die Erstattung von Bußgeldern der erste richtige Schritt. Denn was die Bürger tatsächlich jetzt brauchen,
Das ist eine Entschuldigung für die unsägliche Nötigung, für die Gängelung, für die Diskriminierung und für die Freiheitsberaubung. Und deswegen fordere ich Sie auf, bringen Sie heute für Brandenburg ein Amnestiegesetz auf den Weg. Ja, wir geben Ihnen heute die Chance, aus Fehlern zu lernen und Fehler wieder gut zu machen. Stoppen Sie alle laufenden Verfahren, zahlen Sie den Bürgern ihr Geld zurück und entschuldigen Sie sich bei den Bürgern. Vielen Dank. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.